Ja, hallo, danke fürs Einschalten. Ja, wir sitzen da Getriebe am Tisch. Wir sind beim lieben Simon und schauen uns das Thema ja, 8HP-Getriebe mal an. Ich habe da das Getriebe aus unserem 140i mitgebracht. Ja, warum? Wir fahren da Leistung und müssen da jetzt einmal ins Getriebe ran, weil wir da schon wirklich absolut am Limit waren. Ja, das werden wir uns jetzt mal im Detail anschauen, wir werden das Ganze zerlegen. Ja, Simon. So sieht's aus. Wir machen das Ding halt mal auf. Das geht eigentlich relativ schnell. Wir werden euch nicht allzu sehr langweilen, für jede einzelne Schraube. Interessant ist natürlich halt auch, wie sieht's da drin jetzt aus? Marco wird noch ein bisschen was zur Laufleistung erzählen, was das Getriebe bisher so miterlebt hat. Aber das sehen wir dann alles in Bernd, ja, und dann machen wir das Ding auf, schauen mal rein und dann schauen wir, was man da eventuell verbessern könnte. Dann spannen wir es mal auf und legen los. Erlebt hat es genug schon. Erlebt hat es genug. Was heißt das? Ja, das sind wir ja jetzt 3 Saisonen auf der Viertelmeile gefahren mit 770 Newtonmeter. Und das ist halt wirklich absolutes Limit. Ja, 770. Wir haben gemacht Upgrade Turbo, Upgrade Hochdruckpumpe, Downpipe. Wassermeter Null-Einspritzung und das war's. Ansaugung, Chargepipe, solche Klonen und Geschichten, aber. Was war das? Machen wir noch. 100, 200, 5, 9 schnellste und Viertelmeile 10. 10. Ja, das ist Wasser. Ist Wasser. Ist Wasser, Okay, das ist ist Wasser. Wasser, ja. Die schnellste Viertelmeile war 10,6, 10,5 oder so irgendwas. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Kann man einblenden, ja. Ich habe das Getriebe am Freitag ausgebaut, habe es dann schon mal in die Waschmaschine gestellt, damit das Ach gröbste so, okay. Ölwanne weggeschraubt, mal durch die Waschmaschine lassen, dass das gröbste schon mal weg ist. Ja, klar. Okay, und dass es beim Transport halt nicht ausrennt. Ja. Und das Gehäuse war auch ziemlich macht dann dreckig. Sinn. Ungefiltert, ist doch gut. Ja, Druckspeicher für Genau. Start-Stop. Haben wir auch. Also die gehen auch, ich wurde mal gefragt, gehen die Dinger kaputt? Nein, die gehen nie kaputt. Ich habe so viele davon rumliegen. Nö. Also. Ja, gibt ja auch noch Getriebe, die erste Generation E-Modelle, die haben ja noch keinen Start-Stop gehabt und da hat es 8 Gang gegeben, eben ohne Druckspeicher. Deswegen. Ja. Ich muss ja immer wieder lachen, weil vor der Tür steht ja der E90 von mir und der E90 war ja das erste Auto eigentlich, ich schätze mal sogar weltweit, das in einem E-Modell 8-Gang-Getriebe drinnen gehabt hat. Und die Leute sagen halt immer, ey, was hast denn du da für einen Ganghebel drin? Und wenn du dann sagst, ja, 8 Gang im E90, da sind immer noch sind die Leute da komplett erstaunt, dass das überhaupt möglich ist, ja. Ja, aber also eingebaut, aber im Sinne von, also das geht dann nur, also das ist ja also ein Refit. Ja, Ja, genau, ja. genau. Umgerüstet, ja. Ach so, ein Euro war der Ja, erste. das war einer der. Also Krass. ich kenne sowieso niemanden, der es vor uns hatte. Und wir haben ja damals 2 Autos gebaut. Ich und der Karol haben damals gleiches Auto gehabt, sogar gleiche Farbe. Waren optisch identisch und die haben halt beide auf 8 Gang umgebaut damals. Und ja, das war ein Riesen-Zinnober für die damaligen Verhältnisse. Du musst ja denken, da war das Thema 8 Gang generell noch komplett frisch und neu und sowas dann im E90. Das war halt schon cool. Schön fahren. So. Muss eh mal wieder sagen, die Mechatronik, das ist schon ein Fall für sich. Ich glaube, wie das schon ausschaut. Das ist wirklich ein Fall für sich. Also, das ist ja so ein bisschen mein Hobby. Ich baue gern Mechatroniken. Und es muss man aber auch halt echt sagen, ne? Ich habe ja ein Video schon mal gemacht bezüglich so Schieberüberholungen, Upgrade-Schieber oder also quasi Übermaß-Schieber. Und am Anfang war das für meine Mitarbeiter echt. Muss man sagen, eine Wundertüte, weil ich habe Mechatroniken gebaut, die komplett überholt, instand gesetzt und dann halt meinen Jungs gegeben, die haben das in ein Getriebe eingebaut, was halt dann instand gesetzt worden war. Und hey, am Anfang, ihr wisst, wie es ist, ne? Nichts klappt sofort perfekt. So manchmal hat es gut funktioniert und manchmal dann so, sobald er warm wird, kommt er nicht oder keine Ahnung.
kommt er nicht mehr vom Flake, sonst irgendwie. Und das ist dann genau das Thema, wenn halt ein Schieber mal klemmt, wenn der zu perfekt ist. Also das ist halt immer ein ganz schmaler Grat zwischen, ist jetzt perfekt wieder dicht, aber wenn es ganz heiß ist, Aluminium dehnt sich aus, dann klemmt der minimal und lauter so Sachen. Und dann halt auch die Erfahrung, gut, welche Schieber fasst man vielleicht einfach nicht an? Wo kann man sagen, hey, den lässt man einfach sein, obwohl der Wert nicht vielleicht ganz auf Neu-Level ist, weil lieber so. Ja, das sind so Sachen. Aber da habe ich mich ja halt mittlerweile reingefuchst. Mir macht es richtig Spaß, die Dinger zu zerlegen, anzugucken, Unterdruckprüfung zu schauen, wie, wo war es. Und dann echt auch so die Themen rauszufinden. Ja, ich war ja schon zigfach da und habe ja bei meinen Autos auch schon einiges machen lassen, aber Kundenfahrzeuge und so weiter. Und es ist ja, immer wieder interessant, wie du das da auseinanderrupfst und dann einfach aus einer Selbstverständlichkeit raus das Ganze wieder zusammenbaust. Und das ist halt die Erfahrung, wo du da ansprichst. Das ist das, was viele unterschätzen. Ja. Jeder kennt das Thema N57, Hauptlagergasse, Kurbelwellenschäden. Das ist ja nichts Neues, gell? Nee. Und da denken die Jungs dann, oh ja, da kaufe ich mir jetzt die Kolbenschmidt-Lager und klopfe die da rein und gehe mit dem Scotch einmal über die Lagergasse da drüber, ja, in der Kurbelwelle und dann passt das. Gell? Und das ist halt nicht die Realität. Und das ist die Erfahrung, die da eigentlich das Um und Auf ist an denen Sachen. Ja, du musst es einfach ein paar Mal gemacht haben. Ich meine eben, wir haben jetzt neulich mal geguckt, wir haben jetzt insgesamt ein bisschen was über 7000 Getriebespülungen gemacht bisher, ja, mein Buch geführt. Und in der Zeit kriegst du einfach einiges mit. So, das sind die Spülungen, Instandsetzungen auch. Jetzt dann irgendwann, kannst du nicht genau sagen, aber halt mehrere hundert. Und dann weißt du irgendwann, was Phase ist. Dann gibt es halt eben so, ne, oftmals ist der Standardkram, Lamellen, Laufbuchsen, das, was halt standardmäßig verschleißen. Dann gibt es aber immer wieder Getriebe, die setzen dich halt, geben dir zu denken. Ja, also das halt, und da war es dann halt manchmal so, dass ein Statorlager wirklich abgenutzt war und der Stator selbst einfach mangelhaft war. Das war so ein Taxigetriebe zum Beispiel. Und bis du das dann rauskriegst, ja, da haben wir dieses und jenes Problem, müssen wir den ganzen Stator austauschen, nicht nur jetzt die Verschleißteile. Irgendwann weißt du es, und wenn ein Kunde mit diesem oder jenem Symptom um die Ecke kommt, dann weißt du, was auf dich zukommt. Das Thema Stator und so, das können wir uns dann eh kurz mal anschauen, weil das ist jetzt heute schon öfter gefallen und ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder sich ungefähr vorstellen kann, was das bedeutet, was das für ein Teil ist. Ja, Thema Erfahrung, das ist einfach das Um und Auf und das ist das, warum manche Firmen halt erfolgreich sind und manche halt nicht. Manche lernen dazu und manche bleiben immer gleich. Ja. Nicht auf gut Deutsch, hast einfach gesagt, wie es ist. Gell? Manche entwickeln sich nicht. Das Thema hast du überall, das haben wir auch. Da gibt es die lustigsten Anekdoten. Nicht? Zum Beispiel Thema VW-Bus. Wir sind ja im VAG-Audi-Bereich, sind wir ja eigentlich nicht stark vertreten. Mhm. Nichtsdestotrotz ergibt es sich einmal, dass einmal der Kumpel oder irgendwer ein Problem hat an seinem Auto. Und dann lernst du halt da draus, gell? Du lernst da draus wieder was du dann im Alltag anwenden kannst. Ja, klar. Das ist halt ein Riesenvorteil. Die Anfangszeit habe ich ja auch so gemacht, wenn ich mich mit einem Getriebe noch nicht auskannte und da halt ich ziehe gleich das Ganze raus. Ja. Und da sagt, boah ja, ich kann mir das schon angucken, aber ich weiß es einfach noch nicht, wie, wo war es. Aber ich teilweise so gemacht, vor allem habe ich gewartet, bis ein Kumpel ein Thema hatte. Dann spülst du das mal und schaust du. Und dann habe ich mir gesagt, ja, komm vorbei, wir gucken uns das in Ruhe an. Und dann, genau, dann sieht man das. So. Okay. Jetzt müssen wir hier hinten erst den Simmering rausziehen. Und da schauen wir, dass wir das Gehäuse nicht beschädigen. Ja, du hast ja ein paar Getriebe, da brauchst du nicht aufpassen. Ja, vielleicht auch nebenbei so ein bisschen, warum machen wir das Ganze, warum zerlegen wir das, warum schauen wir uns das an? Natürlich in erster Linie einmal, um das Ganze zum Verstärken, haltbarer zu kriegen. Mhm. Die 8er B50 Getriebe am 140i oder generell alle B58 Motoren sind da halt mit Stage 1, 2 schon recht schnell am Limit, was das Drehmoment angeht, weil die Motoren halt sehr potent sind. Natürlich, sobald da Upgrade-Duros und solche Geschichten gemacht sind, ist das Getriebe einfach viel zu schwach. Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, auf 8er B75 oder 70 umzubauen. Finde ich aber einfach keine schöne Lösung. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ich habe das noch nie angeguckt, ehrlich gesagt. Ich finde, dass die 8er B50 Getriebe einfach schneller schalten.
Kannst du das irgendwie bestätigen oder sagen, ja, habe ich auch so erlebt oder muss so sein, weil da drinnen alles kleiner ist, die rotierende Masse geringer ist? Gibt es da irgendeinen technischen Weg, was das erklären würde? Also spannenderweise muss man sagen, an der Mechatronik kann es nicht liegen. Die Mechatronik im 8HP50 und 8HP75 ist exakt gleich. Okay. Also es wäre theoretisch sogar austauschbar. Mhm. Bis auf halt einen Datensatz natürlich. Ja. Aber also an der Mechatronik kann es nicht liegen. Okay. Es muss dann eigentlich, also an der Kupplungsgröße liegen, oder? Genau, rotierende Massen würde ich dann sagen. Also da hast du, denke ich, ein bisschen mehr Erfahrung. Einfach, weil ich arbeite ja viel im Bereich eher, das soll alles komfortabel und sauber und schön und sein. Ne? Das heißt, da habe ich sogar eher die Kunden, die im 1er M140i sagen, oh, irgendwie... Der ist so ein bisschen arg, der will mir so ein bisschen arg weg von der Ampel und der ist ein bisschen ruppig und hier und das habe ich auch schon mal weicher erlebt. Also das heißt eher so die andere Richtung. Mhm. Aber genau, das kann gut sein, dass das 8HP 50 da ein bisschen. Ich finde einfach, ich bin ja damals nur Diesel gefahren ausschließlich und dann eben von 6HP 28 Umbau auf das 8HP 70 im E90 eben damals, das waren ja Welten. Das waren wirklich Welten vom Schaltverhalten, vom Komfort her. Und dann irgendwann ist einmal der 1,40er da an uns getreten und dann dachte ich mir nur so, ja, was ist denn da los? Gell? Du machst Stufe 1 Getriebesoftware, wirklich nichts Atemberaubendes. Gell? Mhm. Das Getriebe schaltet um Welten besser. Um Welten. Ja, das geht schon ab. Bestimmt. Und das hat mich schon fasziniert. Ja. So. Aber jetzt. Da kommt also der ganze Humbug. Dann den ganzen Kram, genau. Ja. Okay. Gehäuse kommt weg. Du kannst aufstellen erstmal, dann läuft es noch leer. Ja, so. So sieht's aus. Genau, hier B-Kupplung. Ich muss jetzt sagen, es stinkt schon mal nicht extrem verbrennt und es ist nichts blau auf den ersten Blick. Ich bin schon mal glücklich. Genau, das sieht schon mal ganz okay aus. Auch hier bei den Scheiben, ja klar, die sind klar ein bisschen schmierig, schmutzig, aber ne, gerade von den Metallbelägen, da sehen wir hier noch keine Hitzespots. Das sieht ganz okay aus soweit. Würdest du jetzt sagen, dass das Getriebe noch nicht überfordert war mit dem Drehmoment? Würde jetzt auf den ersten Blick nö, aber, also genau, würde ich sagen, ist nicht überfordert, aber schauen wir mal ein bisschen tiefer rein. Genau, jetzt wird eigentlich erst interessant. Und gerade die A-Kupplung hier, ich nehme nur mal den Druckkolben weg. Ja, und das kommt eh alles neu, die ganzen, wenn jetzt jemand sich denken sollte, oh, Hilfe und Wasser und so im Getriebe, ja klar, das ist auch nicht gut, aber diese ganzen Dichtungen kommen eh neu. Da haben wir ja hier unseren Dichtsatz. Das kommt alles neu. Hat man übrigens auch schon ein paar Fälle. Glykolverseuchung ist wirklich ein Thema, auch in der Achtgang. Undichter Getriebekühler. Ja. Und dann, wenn lang genug das Glykol drin ist, dann lösen sich die Reibbeläge vom Trägermaterial. Ich wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich angefressen oder und haut dann ab. Ja? Der Kleber löst sich an. Und dann hast du ein Thema. So. Gut, gucken wir uns mal die A-Kupplung an. Kupplung A, B und C sind beim ersten Gang oder sind im ersten Gang geschlossen. Das heißt, hier haben wir oft ein Thema, dass gerade die Kupplung A da schon ein bisschen Hitze gesehen hat. Liegt einfach da auch an der Größe. Ganz ehrlich, also der hat einige Launch-Control-Starts drauf, einige Rennwochenende. Also wenn nirgendwo was zu sehen wäre, würde es mich wundern. Würde es mich wundern. Ja. Ja, okay, schauen wir uns das Ding mal an. Ja, okay, da sieht man es entsprechend auch schon. Ja, also das hier ist jetzt kein Schmutz. Das ist Aua. Sondern da ist jetzt nichts, wo du über einen Ausfall irgendwie befürchten müsstest. Ja. Okay, ich nehme mal da eine B-Lamelle mit zum Vergleich. Ja, das ist jetzt hier... eine Lamelle, da sieht man noch ein bisschen den Kupplungsbelag drauf, wie der so aussah. Okay, die hier ist richtig schick noch und hier sieht man diese Hitzeverfärbungen. Aber ich muss echt sagen, das ist nicht schlimm, gell? Das heißt, die Kupplung hat ein paar Mal wirklich
Schlupf gehabt. Kann auch genauso dieser Moment des Anfahrens sein. Da wird die Kupplung ja dann quasi vollends geschlossen. Und dann rutscht die ein bisschen. Ist aber eben, es ist nicht schlimm. Das ist nicht der Weltuntergang. Das sehen wir bei fast allen 8HP. Also, wir haben jetzt hier ein 8HP50 Getriebe. Begonnen hat die ganze Geschichte ja mit 8HP45, 8HP70 und dann halt auch 8HP90 in so den größeren Varianten. Aber 8HP45, 8HP70 sind die standardmäßigen 8HP-Getriebe, die so rumfahren. Das 45er, so zum Beispiel 1,20 Diesel oder in den Benziner-Varianten und 8HP70 dann in den größeren Dieseln oder M-Modelle oder wie auch immer. M-Modelle, nee, stimmt nicht ganz. Aber ihr wisst, was ich meine. So, dann kam die zweite Generation, 8HP50, 8HP76. Da wurde die Mechatronik geändert. Im Innenleben hat sich gar nicht so viel getan. Übersetzung teilweise beim Planet P2 und Planet P4. Andere Verzahnung. Deswegen darf man das auch nicht einfach mischen. Wird auch oft falsch gemacht. Die Leute wundern sich, warum passt das nicht? Es sind wirklich andere Teile. Ist einfach nicht passend zueinander mechanisch? Einfach anderes Übersetzungsverhältnis im Getriebe. Mhm. Was passiert dann, wenn man das zusammenbaut? Wenn es funktioniert überhaupt, dann halt auf komische Geräusche, es heult, weil die eine Verzahnung passt nicht zur anderen. Mhm. Okay, also wenn du einen Teil einfach, und im Normalfall geht er dir dann eh in Störung, weil er sagt, eben Übersetzungsverhältnis passt nicht. Quasi erwartete Abtriebszahl zu tatsächlicher Abtriebsdrehzahl. So, das andere Thema ist dann, gerade wegen Sprit, also Verbrauchsoptimierung, wurde beim 8HP50 dann für die meisten Modelle und auch 8HP75 wurden sogenannte Separierringe eingeführt. Das heißt, dass die Lamellen bei der A- und der B-Kupplung schmaler wurden und dazwischen kamen sogenannte Federringe. Separierringe bedeuten im Normalfall, wenn wir jetzt hier so ein lustiges Kupplungspaket haben, sag mal das hier. Wenn das geschlossen ist, überträgt es Kraft, genau. Und wenn die Kupplung nicht betätigt sein soll, dann soll sie entspannt werden. Das geschieht meistens über so eine Federscheibe hier, die ist gewellt. Und dann drückt es den Kolben weg. Wie man kann sich vorstellen, dass der Bremsbelag an der Bremsscheibe nie anliegen sollte. Und das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Und vor allem hat man aber eben bei den Kupplungen hier das Problem gehabt, man hat einen Schleppmoment. Selbst wenn die Kupplung nicht betätigt ist, gibt es einen Schleppmoment. Es braucht Sprit. Gibt einen Widerstand sozusagen, selbst wenn es rollt. Und dafür wurden dann beim 8HP50 und 75 sogenannte Separierringe eingeführt. Die waren außen um die Reiblamellen drumherum angeordnet, pro Reiblamelle einen Ring, die das Paket aufgespreizt hat, dass die Beläge getrennt waren. Zur Verringerung vom Schleppmoment. Aber damit hat man sich eben einen Nachteil erkauft. Wenn ich jetzt mal hier das ist ein originaler ZF-Lamellensatz. Ich hole mal kurz die eine Scheibe raus, kann man sich das angucken, das ist ganz interessant. So. Ja, Innovationen sind nicht immer Verbesserungen. Siehe AGR. Ja, das muss man einfach auch mal sagen. Die Hersteller sind halt gezwungen, aufgrund der ganzen Emissionierung, immer mehr Effizienz in die Fahrzeuge zu verbauen. Und ja, das geht halt dann oft auf die Haltbarkeit. So. Also, warum sehe ich jetzt hier keine Separierringe, obwohl es ein 8HP50 ist? Gehe ich gleich drauf ein. Also, was wir hier haben, das ist einmal eine neue Kupplung für ein normales Standard 8HP50 Getriebe und das hier ist die Kupplung, die hier drin verbaut war. Wir sehen es jetzt hier, die beiden übereinander halt. Wir haben hier einen wesentlich größeren Reibbelag. Also wesentlich, wir reden von etwa 1,5 mm umlaufend, das ist aber viel, rechnet es euch auf die Fläche hoch. Ja? Also man sieht hier auch rein optisch einfach schon, der Reibbelag ist hier wesentlich größer als bei dem. Das dünnere ist ein Standard 8HP50 Reibbelag für eine Konfiguration mit Separierringen und das hier ist eigentlich ein Reibbelag aus einem 8HP45 von früher. Warum ist der jetzt hier drin? Weil das Getriebe mehr Leistung hat. Das heißt, die Separierringe machen das Ganze komfortabel, spritsparender, ja, genau. Aber du hast eine geringere Reibfläche, sprich weniger Drehmoment kann übertragen werden. Ganz einfache Logik. Das ist aus einem M140i,
sprich der hat ein bisschen mehr Leistung. Das heißt, es gibt auch beim 8HP 50 und 8HP 75 Getriebe gibt's verschiedene Versionen. Auch immer das Ding, wo ich, wenn ich ganz oft höre, ah, mein Getriebe ist mir verreckt, ja, ich kann hier günstig vom Kumpel das andere bekommen, kann ich das reinschmeißen? Nein, kannst du nicht. Nummer eins, es ist ein gebrauchtes Getriebe, du weißt nie, wie es drin aussieht. Ja? Ich habe teilweise auch schon Getriebe geholt als Schlachter, die ich halt, wo ich einfach nur ein paar Teile von gebraucht hatte, genau. Macht das Ding auf, Späne. Wasserschaden drin gewesen. Ich hab schon Späne richtig im Eimer, alles verrostet. Dann habe ich gedacht, kacke, ne? Ich konnte die Sachen dann, die ich gebraucht habe, war immer noch okay. Aber ja, Nummer eins, du weißt nie, wie es drin aussieht. Nummer zwei, Mechatronik, falscher Datensatz drauf. Das Ding muss programmiert werden. BMW kann nur Neuteile programmieren. Das heißt, du brauchst einen speziellen Programmierer, der das Ding auf neu resetten kann und dann neu programmieren. Auch wieder ein Problem. Nummer drei, eben, es sind unterschiedliche Konfigurationen, die nicht unbedingt ersichtlich sind. Ja. Das ist auch immer das Thema wieder Erfahrung. Das ist immer, ja, 8HP50 ist 8HP50, das muss passen. Nee, passt nicht. Tut es nicht. Es gibt auch, sehen wir jetzt gleich hier in der C und der E, es gibt selbst hier beim 8HP gibt es unterschiedliche Anzahl Lamellen. Also ab Werk schon. Ab Werk. Ja. Okay, so, genug gelabert, weiter geht's. Sein tut es eher Witz, gell? Wenn du überlegst über das bisschen Zeug, ballerst da 800 Newtonmeter drüber. Ja, das stimmt. Hier bei der B übrigens genauso, ne? Das ist quasi Konfiguration wie im 8HP45, einfach mehr Lamellen. So. Gut, jetzt kommt es eben zu dem großen Turm hier, den man nur mit Spezialwerkzeug öffnen sollte. Sollte. Ja, Da sind wir wieder bei die Haus- und Wiesenmechaniker. Das ist halt das Ding. Ich habe auch schon welche kaputt gemacht, weil ich es nicht wusste. Wir sehen hier diese Wandstärke, die ist so dünn. Wenn ich jetzt hier mit dem Schraubenzieher rangehe, um den Sprengring rauszumachen, wie bei dem Teil, das ist eine dicke Wand, dann werde ich hier Batzen neu machen. Ja, genau. Dann beschädige ich das Teil. Und das ist halt ein Problem, weil die Dinge sind gewuchtet. Das sieht man hier. Das hier ist eine Wuchtbohrung, das ist eine Wuchtbohrung. Ja. Hier oben hat man auch welche. Das hier ist einfach nur, dass Öl raus kann. Aber das hier sind alles Wuchtbohrungen. Und das ist nicht viel Gewicht. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier oben schön mir ein paar Zähne rausbreche, habe ich eine Unwucht im Getriebe. Sollte ich einfach nicht machen. So, das wird jetzt ein bisschen eine Frickelei. Deswegen immer wieder, wenn man irgendwas macht, einfach zum Profi, nicht selber dran rummachen, das bringt einfach nichts. So. Irgendjemand hat mal gesagt, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Ne? Das sah jetzt total simpel und gut aus. Die ersten Male habe ich mich fast eine Stunde lang abgenervt, bis ich diesen Drecksring draußen hatte. Und dann irgendwann mal habe ich aus den USA diese Schonringe bestellt. Wobei, die sind gar nicht mal so geil. Also die sind gut gedacht, so mit hier Aussparungen und so weiter. Gibt es aber noch eine bessere Version, habe ich in der anderen Werkstatt. Man hat es jetzt ja gerade gesehen, wie ich da so ein bisschen erst einen Haken reingefädelt, dann raus. Und naja, aber es funktioniert zerstörungsfrei. So, Hauptwelle, erstmal gucken, ob die fest ist. Ist sie. Wenn sich das Ding hier relativ zur Welle drehen lässt, hätte man ein Problem. Nee, der ist bis zum Schluss gefahren. Also das genau, also das passt alles, sieht alles gut aus. Ein bisschen sauber machen. So, das Ding müssen wir eher ein bisschen aufpassen. Genau, da ist ein Magnetring außen dran. So. Ich habe vor Jahren habe ich mal so 8HP, na 6HP 21 war das, vom 320er, weil das komplett durch war, habe ich das mal aufgemacht. Mhm. Und eben halt ohne Spezialwerkzeug und alles, das war halt zum Wegwerfen. Ja. Ich wollte halt nochmal reinschauen, was da drin ist und wie das Ganze aussieht. Und ja, da hat sich nicht viel geändert. Nee. Ich meine, bevor ich das erste Mal bei einem Kunden eine Mechatronik gemacht habe, also das liegt jetzt auch schon 8 Jahre zurück, habe ich mir halt einfach eine gekauft. Ja. Weil ich wollte in dem Fall nicht, dass der Kunde das Versuchskaninchen ist. Und ich habe mir halt eine Mechatronik gekauft für 200 € oder so irgendein Gebrauchteil. Und dann habe ich die in meinem Kämmerchen einfach mal zerlegt. Ja. Und dann, ja, dann weißt du, wie kommt dir was entgegen oder wie sollte ich das Ding anfassen, dass das eben nicht so ist. Okay, hier haben wir noch kurz die Kupplung D für den Rückwärtsgang und ab dem Gang 4. Das heißt, es ist auch so ein Thema, wenn man ein Problem hat mit seinem Getriebe und es geht nicht gescheit in Rückwärtsgang oder gar nicht mehr. Und dann frage ich immer auch, macht er auch von 3 auf 4 ein Problem? Wenn die Antwort ja ist, dann hat man hier Thema.
Das ist bei den Getrieben generell ist ja nicht so, dass du ein Kupplungspaket für einen Gang hast, sondern du hast ja in dem Fall hier auch, es ist ein 8-Gang-Getriebe und du hast 5 Kupplungspakete, A bis E. Macht ja schon keinen Sinn, weil 8 Gänge müssen ja 8 Kupplungen haben. Das heißt, die kombinieren verschiedene Kupplungen, dadurch hier Übersetzungen, die Stars, ne, hat man ja auch da gesehen. Das hat man dann manchmal, ist das ganz schön, wenn ich das jetzt so ineinander baue. Wenn ich sozusagen einen Planeten festhalte, jetzt kriege ich es nicht gescheit ineinander, aber ist egal. Wenn ich einen Planeten festhalte, ne, was passiert? Ne? Das heißt, hier sehen wir, ich drehe an dem Planet und hier drin läuft es jetzt gerade gegenläufig. Wenn ich die Kupplung D dann schließe, läuft es im Gleichbetrieb. Also somit kriegst du es halt hin. Warum genau das so gewählt wurde, kann ich dir nicht sagen. Aber ja, die Kupplung D. Ich kann mal das Schema einblenden. Dann sieht man schön, welche. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, A, B, C sind für den ersten Gang. Im zweiten Gang wird die C geöffnet und die E geschlossen. Beides hier drin. So, schauen wir uns mal kurz die Kupplungen an. Sprengring ist schon weg. Es regnet. Okay. Aber Korrosionsschutz vom Mittel ist sehr gut. Weil gerostet ist nichts. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. So, bei der D, ja, die sieht tatsächlich auch noch okay aus. Haben wir auch oft das Thema, dass hier die Stahllamellen, so wie bei der A, Hitzespots kriegen. Aber sieht auch hier ganz in Ordnung aus. Ja, also das ist ab 4 dann sozusagen. Ab 4 und für den Rückwärtsgang. Ja, auch das geht ganz gut. Ja, ganz leichter Verschleiß auf der Deckkupplung, aber das ist okay. Na, auch hier diese Scheibe hinten drauf, die gibt es auch in der verstärkten Version, die dann halt, dass du mehr Druck auf die Kupplung kriegen kannst. Okay. Ja, spricht eigentlich fürs Tuning, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich hätte gedacht, dass es schlimmer ist, weil viele sagen ja, über 750 Newtonmeter ist schon mehr als bedenklich bei dem Getriebe. Ja. Nee, also das hier sieht nach einer ganz vernünftigen Abstimmung aus, bin ich ganz ehrlich, dass es nicht irgendwie der große Materialmord war. Ja. Ich komme mir so oft wie ein Zahnarzt hier vor. Ja, ja. Meine Mitarbeiter sagen, oh, boah, das ist ja hier immer mit Haken und dies und das. Zahnarzt, ja, genau. Okay. So, auch das ist so zum Beispiel so ein Thema, gell? Jetzt, das hier ist der Planet P3. Der geht bei den 8HP 7075 ganz gerne mal kaputt. Denn auch hier haben wir so ein bisschen das... was geht kaputt? Beim 6HP-Getriebe waren es ja eigentlich immer die Laufbuchsen, dadurch Folgeschäden, Kupplung abgeraucht, sonst irgendwas. Haben wir beim 8HP ganz, ganz wenig, das Thema mit Laufbuchsenverschleiß. Aber was haben wir hier für ein Thema? Aluminium. Und niemand kann mir erzählen von wegen, boah, wegen Leichtbau und so weiter. Nein, es ist einfach nur billiger. Ja, definitiv. So, das heißt, du hast hier ein Aluminiumteil. Und das hier, diese Planetenrädchen, indem hier die geführt werden. Das heißt, hier haben wir einen Passbolzen, einen Stahlbolzen. Der wurde von oben hier durchgetrieben. Und das hier, ich kann es jetzt hier gerade nicht bewegen, aber das ist eigentlich nur ein Deckel. Der ist dann reingepresst und hält den Bolzen hier drin. Ja, und dass der natürlich... Irgendwann, wenn der mal einen Schubs kriegt, fängt der an, hier ein bisschen auszuleiern, auszuschlagen. Und dann bricht dir irgendwann der Planet raus. Da habe ich schon einige lustige Sachen erlebt und dann ist Halligalli im Getriebe. Also das Ding muss man immer ein bisschen... im Auge behalten, dass die spielfrei laufen. Und da eben auch, es gibt unterschiedliche Konfigurationen. Bei den Diesel-Varianten haben die hier 4 Planeten. Ja, habe ich schon gesehen, ja. Auch hier bei der Hauptwelle haben die dann auch 4. 3, ja. Es gibt welche mit 4, habe ich da. Kann man jetzt in das Benzin oder in das 40i-Getriebe den Planetensatz mit 4 einbauen? Das wäre theoretisch möglich. Würde ich sagen, ja, das geht. Ja. Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, aber du müsstest dann, wenn, dann das komplette Innenleben tauschen. Aber das geht, denn die Bohrungen für die Versorgung und auch die Hauptwelle an sich, logisch, das ist alles gleich. Ja. Du könntest auch diesen Planetensatz runternehmen, ein bisschen frickelig rauszubauen, aber einen anderen Planetenradsatz draufbauen oder einfach gleich eine andere Hauptwelle nehmen. Aber weil beim 50er ja das Problem nicht besteht, dass die sie wegarbeiten, kann weniger man das vernachlässigen. Wobei bei einem... Ich habe es bei einem 45er habe ich es auch schon gesehen. Ja. Doch, okay. Man muss immer schauen, es muss immer beides zusammenpassen. Das heißt, wenn wir Getriebe, Innenleben, Teile irgendwie tauschen, weil was kaputt ist,
musst du immer das zugehörige Teil auch austauschen. Das heißt, hier würdest du dieses Ding mit der Verzahnung entsprechend, dieses Tellerrad auch nehmen. Das ist das Falsche natürlich. Mhm. Dieses Teil muss halt eben auch mitgenommen werden. Weil dann sonst nichts zusammenpasst. Weil das muss gut passen. Okay, so. Lang genug auf die Folter gespannt. Jetzt kommen wir zu...